Am 20. Februar fuhr der Hybridfrachter Asfjell in den Wismarer Hafen ein. Angetrieben wird er durch eine Kombination aus fossilen und regenerativen Energien. An Bord ein vollelektrischer Bagger. Asfjell segelt unter der Flagge Norwegens. Etwa 50.000 Tonnen können unter zwei Ladeklappen über die Meere transportiert werden. Ein großes Rettungsboot befindet sich am Heck des Schiffes. Sobald der Frachter beladen wurde, verlässt er den Hafen wieder in Richtung Norwegen.